Erneuerbare Energie als Kindertheaterstück. Unter diesem Titel hat die Stadtwerke Köflach GmbH unter der Führung von Direktor Ingenieur Ernst Knees ein Projekt ins Leben gerufen, das Kindergärten- und Volksschulkinder in Form eines Theaterstücks für das Thema erneuerbare Energie sensibilisiert. Am Freitag, den 1. Juli, fand die Uraufführung des Theaterstücks statt, bei der über 200 große und kleine Gäste zu Besuch waren. Unser Grundgedanke war, Kinder spielerisch auf die Themen Energieeffizienz, Erzeugung alternativer Energien und auch natürlich das Energiesparen zu sensibilisieren, weil die Kinder für die Zukunft einmal die Ideen schon haben, sich zu verwirklichen, und auch bei jeder Diskussion mit den Erwachsenen sollen sie dann das Bewusstsein so finden, dass sie wirklich sensibel über dieses Thema dann sprechen können. Die Kinder waren vollauf begeistert und spielten tatkräftig mit. Im Zuge des Come-Togethers konnten sich die Eltern über die erneuerbaren Energien für zu Hause informieren. Die Kinder waren von Kindermahlen, dem Energiezug, dem Energierad und dem Biboot begeistert und spielten ausgelassen, bis der Sandmann kam. Für die ausgezeichnete Verpflegung sorgte das Poli Köflach in Verbindung mit der Lebenshilfe. Bei den weiteren Aufführungen am Montag und Dienstag durften weitere 800 Kinder begrüßt werden. Somit konnte man über 1000 große und kleine Besucher mit erneuerbarer Energie begeistern. Also aus Sicht der Regionalentwicklung ist ein solches Projekt zur Sensibilisierung von Kindern und Jugendlichen sehr wichtig, weil die sollen ja möglichst früh auch sich Gedanken machen, wie man in der Region leben kann, wie man nachhaltig auch Umweltschutz und Naturschutz betreibt und wie man auch das Thema Energiesparen oder Steigerung der Energieeffizienz, welche Möglichkeiten, dass man hier anwenden kann. Und wir freuen uns natürlich sehr, dass auch die Stadtwerke Köflach GmbH dieses Projekt eingereicht hat und natürlich auch die Umsetzung unserer LEADER-Strategie damit unterstützt. Das von der Stadtwerke Köflach GmbH und dem renommierten steirischen Quasi-Quasar-Theater konzipierte Stück möchte Kinder zwischen 4 und 10 Jahren ansprechen und für einen nachhaltigen und schonenden Umgang mit Energie sensibilisieren. Das finde ich eine ganz, ganz wichtige und großartige Sache, weil einfach das nachhaltig ist. Und die Kinder, die erzählen dann den Eltern was. Man hat es eh gemerkt, dass die Eltern zum Teil selber nicht genau wissen. Und die Kinder einfach, die sind die Zukunft und die werden irgendwann einmal den Planeten und die Welt einfach mitgestalten. Und es ist wichtig, dass sie jetzt schon sensibilisiert sind für die erneuerbare Energie. Das Theaterstück basiert auf dem gleichnamigen Kinderbuch der Deutschen VRD-Stiftung für erneuerbare Energien. Mit der Abenteuergeschichte und den Liedern von Karin Kasolat. Wir sind mit Schülern in den Kindergarten gegangen und die Schüler haben sich vorher fit gemacht im Thema erneuerbare Energie und haben dann den kleinen Kita-Kindern versucht, das Thema zu vermitteln, indem sie Experimente gemacht haben, mit den Kindern geforscht haben. Und die Kindergärtnerinnen sagten, eigentlich bräuchten wir jetzt noch irgendwas zum Singen, ein Lied oder eine Geschichte dazu. Und so über die Lieder ist dann die Geschichte in dem Buch entstanden. Und offensichtlich hat das Ganze dazu gedient, dass das Thema sich richtig verfestigt hat. Wir hatten schon die Idee, mal vielleicht so etwas wie ein Theaterstück zu machen, aber das war wirklich nur eine Idee und nur Theorie und noch nichts Konkretes. Und dann kam der Anruf aus Österreich. Und dann ist Österreich uns zuvor gekommen sozusagen. Jetzt sind wir einfach froh, dass es das Stück gibt. Und haben es ja eben auch gesehen. Sehr, sehr schön. Also von den Liedern bis zum Theaterstück ein weiter Weg. Kindergarten- und Volksschulkinder der Region Lipizzaner Heimat sollen so auf einfache und altersgerechte Weise Möglichkeiten zur Erzeugung von Energie und Strom aus Wasser, Wind und Sonne sowie zum Energiesparen vermittelt werden. Die Stadtwerke Köflach GmbH hat sich mit dem Projekt Erneuerbare Energie als Kindertheaterstück das Ziel gesetzt, die Jüngsten unserer Gesellschaft für das Thema zu sensibilisieren, damit ein nachhaltiger Umgang mit den natürlichen Ressourcen und deren Nutzung für die Kinder im Erwachsenenalter zu einer Selbstverständlichkeit wird. Was hat dir am besten gefallen? Wie die Mäuse Picknick gemacht haben und sie ausgespuckt haben. Am besten hat mir gefallen, wie sie den Roboter hergerichtet hat und dass ich diese Maus gewonnen habe. Weißt du, wo zu Hause der Strom herkommt? Entweder aus den Kabelverbindern oder aus den Windrädern oder von den Steckdosen. Mama, woher kommt bei uns der Strom? Also das sind solche
Strommasten, da sind solche Linien, kommt der Strom in den Fernseher und in die anderen Geräte. Und durch die Steckdosen. Mit diesem Theaterstück wurde ein wichtiger Beitrag zur Umsetzung der LIDA-Strategie der Lipizzaner Heimat geleistet.